Moin moin zusammen und willkommen zu einer neuen Runde Fallout 4. So, weiter geht's Richtung Hauptmission. Ich habe mich entschieden, hier einen kurzen Abstecher in dieser Oberlandstation zu machen. Und dann geht's weiter nach Diamond City. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg in diese Richtung, oder? Ne. Blende einfach mal die Quest für Diamond City aus. In diese Richtung. So, da drüben ist eine Brücke. Wir wollen nicht schwimmen. Deswegen suchen wir uns ein Brückchen. Wow. Das waren einige Minen, würde ich sagen. Was ist das? Schönes großes Gebäude. Brauerei. Oh, können wir da jetzt rein? Nee, wir lassen. Nee. Unser letzter Ausflug ist so ein Gebäude, wo wir reinfallen. Wir müssen ja nicht alles erkunden. Wir müssen ja nicht jeden Fleck erkunden. So, guten Tag. Lass mich rein. Du siehst gefährlich aus. Haben die Minutemen dich nicht meinetwegen ja. hier? Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was ist los? Es gibt da eine Raidergruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Keine Sorge. Keine Sorge. Mach ich das Ich klar. kümmere mich für euch um diese Raider. Das hoffe ich. Wir wussten nicht, was wir tun sollen. Wo sind diese Raider? Okay. Was können wir schnell machen, bevor wir in Diamond City reinlaufen? Ah, das machen wir kurz zwischendurch noch mit. Hallo Freund, Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Schnellspeicher. Diese Militärfrequenz, haben wir die schon mal abgehört? So. Kommen wir jetzt darüber? Müssen wir darüber? Ne, wir müssen auf der Seite des Flusses bleiben. Ich habe doch diese Militärfrequenz eingeschaltet. Warum kommt denn da nicht? Wow, lag. Schöne kleine Hütte. Bis jetzt ist hier wenig los. Lol. Hä? Hab ich hier Ladelecks? Da ist gerade ein Gebäude aus dem Nichts ausgetaucht. Das kann nicht sein, ich hatte die ganze Zeit keine Probleme.
Da hinten kommen irgendwo Schüsse her. Nur cool bleiben, Kreuzschlüssel. Jetzt geht's los. Und feuert denn der? War das ein Geschützter in einem Einkaufswagen? Zigaretten. Eine Lupe. Also, schmeißen wir uns mal rein. Gucken, was uns erwartet. Na gut. Kennst du noch mehr solcher Geschichten? Wie viel Zeit hast du? Ach, ja. Wer ist da? Was, Sim? Warte mal. Eröffne das Feuer. Oh, Scheiße. Ich hocke natürlich voll in das Schrottdinge. Ah, ist echt Schrotte. Also ist ein sehr enger Raum hier zum Kämpfen. Das ist echt Wahnsinn. So, wir müssen erstmal hier einen Red Away schlucken. Und dann muss man Ribbelsteak essen. Ich muss sagen, verdammt enger Raum hier. Sie natürlich mit ihren Molotovs-Cocktails voll überlegen. Aber wir müssen übrigens auch mal ein bisschen mal auf Molotovs Cocktail gehen. Und so langsam merke ich, dass meine Waffe nicht mehr so toll ist. Nicht alle. Ich hab den ganzen Tag Zeit. Sollen doch noch nicht alle, oder? Oh, Metallrüstung hat er an. Du lebst noch, Anomal.
Guck, guck. Irgendwann wird er die... Ganz ruhig. Was wäre das? Okay. Da muss ich jetzt gleich einiges mal anziehen. Ich werde gerade erst warm. Vielleicht sollten wir schon mal die Gegner erledigen und dann das wär's. Darum kümmern. Aber hier gibt es ja echt wahnsinnig viel. Warum müssen sie sich immer wehren? Nichts Persönliches. Einfach nur du oder ich. Was? Immer noch nicht? Schack. So, jetzt haben wir aufgeräumt. Hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Skalpell. Hier haben wir Zeug zu looten. Billardqui, Metallrüstung. Ich denke mal, da werde ich gleich ausmisten müssen. Okay. Kronkorkenvorrat. Steampack. Du hast bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Das ist kein Schrott. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Oh, ein Meisterschloss. Müssen wir mal ganz kurz gucken, was brauchen wir denn für einen Meister? Hacken, Schloss knacken. Level 18 brauchen wir dafür. Ja, gut. Schade. Ja. Cool. Kühlsicherung, ach, ganz toll. Kleber. Okay, da oben geht's raus. Das wollen wir eigentlich noch nicht. Wollen hier noch ein bisschen looten. So, und die haben jetzt eigentlich alle gelootet, ne? Ja. Klatsch. Ja, schade. Aber das war's irgendwie schon.
Mentats. Steelzy Boy. Keine Ahnung, was ein Steelzy Boy ist, aber es klingt vernünftig, klingt gut. Gut. Hier gab es ja auch nichts mehr. Dann gehen wir noch kurz die Rüstung checken, was uns das Ganze jetzt gebracht hat eigentlich. Ich glaube, so richtig erfolgreich war es jetzt nicht. Wir haben Metallrüstung bekommen, keine Ahnung, ob die besser ist als meine aufgewertete Rüstung. Metallrüstung schlechter. Ist besser. Schlechter. 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 Die Gasmaske mit Brille ist halt echt zu überlegen. Wegen dem Widerstand gegen die Radioaktivität und theoretisch hat sie einen Schutz. Nee. Hä? Nee, hat nur einen Schutz, vergesst. Vergesst, was ich gesagt habe. Waffen. Schauen wir uns mal die Waffen an. Maschinenpistole haben wir bekommen. Davon haben wir noch eine im Springmesser, brauchen wir nicht. Es gibt mir Schlagschuss, Präzision, kalibriertes. Brauche Repetierpistole, möchte ich auch nicht haben. Die haben wir schon. Impro-Revolver. Impro-Pistole. Lasermuskete. Nee. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Da würde ich sagen, porten wir uns noch schnell zurück wieder zur Station. Wir uns ja wieder hierher porten. Geben die Quest erst ab wieder. Und dann geht's Richtung Diamond City, Leute, endlich. So, Quest abgeben, hallo. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ach, übrigens, wir haben noch mal geredet. Und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Ich denke, das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. Hey. Was gibt's? Was jetzt? Wir können endlich an mehr als nur das Überleben denken. Wir sind so groß geworden, dass es schwierig ist, die Kommunikation mit allen Siedlungen aufrechtzuerhalten. Das ist ein schönes Problem. Und ich habe auch gleich eine Lösung dafür. Ich glaube, es ist an der Zeit, die Burg zurückzuerobern. Sie war früher das Hauptquartier der Minutemen, lange vor meiner Zeit. Gut befestigt, zentral gelegen und, was am wichtigsten ist, mit einer starken Funkanlage ausgestattet, mit der wir das gesamte Commonwealth erreichen. Okay. Hört sich an, als wäre es genau das, was wir brauchen. Ich dachte mir, dass dir die Idee gefällt. Soll ich einen Stoßtrupp in die Nähe der Burg beordern? Ja, machen wir das. Wir werden etwas die Gegend erkunden und vor der Burg auf dich warten. Wir sehen uns da. Was? Geh nicht? Hallo. Ich treffe dich an der Burg, sobald wir bereit sind. Ah, jetzt läuft er weg. Jetzt habe ich keinen Begleiter mehr. Naja. Kommt auch nicht drauf an, ob ich jetzt einen Begleiter habe oder nicht. Oh, Werkstatt. Fühlt sich etwas besser an? Ich merke kaum noch was davon. Oh, ja. Gut. Aufbreite das Wasser, das nehmen wir doch mit. Ist das, was hier in der Werkstatt liegt, auch der Inhalt in meinem? Das kann nicht sein.
Default Aluminium, Tattoo, Zahnräder, Holz brauchen wir nicht. Ich weiß ja, wie sehr dir das zu schaffen gemacht hat. Schutz, die brauchen ja nur Schutz. Dann können wir denen was bauen, hier so Wachposten. So einen großen Wachposten haben hier. Jetzt gehst du hier befehligen. Ja. Okay. Passt doch, fertig. Und noch schnell was kochen. So, das haben wir auch. Getränke gibt's auch nicht. Verlassen. Sieht mit meinem Inventar generell aus? Geht noch, 184. Jetzt habe ich natürlich keinen Begleiter. Ist die Frage, erobern wir die Station zuerst zurück, dass ich wieder mein... Oh, das ist ganz da unten. Ist bescheuert. Ach, gehen wir halt allein los. Okay, aber bevor wir nach Diamond City gehen, würde ich sagen, machen wir hier eine kurzen Cut rein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich würde mich über euer Feedback freuen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt gerne Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Blue Crow.